Die Professoren haben 20 Reformen vor, eine davon wäre die Gesundheitsreform. Ich reduziere alles auf die Gesundheitsreform, weil die bringt uns 70 Milliarden jedes Jahr plus. Ja? Davon könnten wir 60 Milliarden jedes Jahr ins Klima rüber tun. Das würde bedeuten, 4 Kohlekraftwerke stilllegen und noch vieles andere mehr. Ja? Stellt euch vor, da vor hinten wäre jetzt mein Hausarzt und hätte seine Praxis. Mit einem Federstrich macht er keinen Papierkrieg mehr, sondern hat Zeit für die Menschen. Das heißt, er macht spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Er macht sowas wie so ein Healthy Lifestyle Club für seine Versicherten. Alles kostenlos, weil ihr seid ja über eure Eltern versichert. Ihr könnt dort kostenlos alles über gesunde Ernährung, über vegane Ernährung, was auch immer lernen, was ihr lernen wollt. Und mit Spaß, mit Comedians, mit Entertainment-Faktor. Wenn ich dann nie krank werde, kriegt mein Arzt für jeden Monat, den ich gesund bleibe, viel Geld ausgeschüttet. Nicht mehr für das Verabreichen einer Spritze, sondern dafür, dass ich gesund bleibe, kriegt er Geld. Ja? Und wenn chronisch kranke Leute, die schwer krank sind, ein bisschen weniger Medikamente brauchen durch die Ernährungsumstellung, den gesünderen Sport, die Bewegung und so weiter, dann kriegt er auch da wieder errechnet Geld daraus und wird dafür belohnt. Also das ganze System dreht sich von Interesse an Krankheit und wirtschaftliche Gewinnmöglichkeiten durch Krankheit um zu Interesse an Gesundheitsförderung, Krankheitsverhinderung. Dadurch sparen wir. Der Arzt Christian Zimmermann ist der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Deutschland. Und der sagt, 70 Milliarden können wir durch eine Gesundheitsreform problemlos jedes Jahr einsparen. Und dann hätten wir 70 Milliarden, wir müssten ein bisschen die Pharmaindustrie entschädigen, weil die ja weniger Medikamente verkauft. Und müssten dann so 60 Milliarden jedes Jahr rüber. Und dann müsste hier Greta stehen und da Frau Merkel. Und dann würde Greta sagen, please, Chancellor, can you promise me? Können Sie mir versprechen, dass diese Gelder, die die Professoren kostenlos in ihren Ministerien erwirtschaften wollen, dass sie mir davon, dass sie den Großteil davon, 90% circa, nach der Entschädigung, also dann 100%, also 90% wird es im Durchschnitt sein, rüber tun in die Klimaziele der jungen Leute. Können Sie das uns versprechen? Weil wir dann, würde Deutschland das Vorbild der Welt werden, Wirtschaftswunder und Klimaneutralität gehen Hand in Hand. Indien kann es nachmachen, China kann es nachmachen, USA kann es nachmachen und wir kriegen einen weltweiten Wandel. Wie klingt das für euch? Ihr hört jetzt zum allerersten Mal in eurem Leben von dem Ansatz der Professoren, an dem sie 51 Jahre geforscht haben. Was haltet ihr davon? Also ich denke, das wäre echt weltbewegend. Also wenn das passieren würde, einfach alles würde sich ändern. Sehr gut, also ich finde das super. Ich glaub, da gibt es keinen Kritikpunkt, gar keinen. Ich würde alles dafür tun. Das Einzige, woran es hängt, ist, dass sehr viele von den jungen Leuten hoffen, dass sie es noch schneller schaffen, obwohl dieser Weg sehr schnell gehen kann, über so eine Art Revolution. Aber da glauben die Wissenschaftler nicht dran. Da haben die so Zweifel, Deutschland und Revolution, eines der erfolgreichsten Wirtschaftsländer der Welt und Revolution. Ja, arme Länder, runtergekommene Länder, Revolution, ja, aber nicht Deutschland. Und daran hängt es. Also quasi meine Bitte an euch, ich zeige euch gleich den Internetzugang zu allen Videos, zu allen Homepages und so weiter. Macht ihr euch stark dafür, denn es hängt alles daran, an euch, ob es diskutiert wird, kontrovers diskutiert wird, darüber gestritten wird und dass es auch umgesetzt wird. Denn ihr könnt ja, ihr könnt ja mit den Leuten reden. Und mein Tipp an euch, nicht so viel Ende Gelände und nicht so viel Extinction Rebellion mit Gewalt, erreichen wir am Ende gar nichts. Ja? Also meine Bitte an euch, engagiert euch dafür und dann werden wir es kriegen.